Herzlich willkommen zu diesem Tutorial für das Game Space Engineers. Also, ich kann hier mit A und D, kann ich hier links und rechts sliden. Vorwärts, rückwärts mit W und S, also die ganze normale Steuerung. So, aufwärts mit der Leertaste und abwärts, das ist jetzt ein bisschen seltsam, mit der Taste C. Na, also Leertaste hoch, Taste C wieder runter. Noch eine wichtige Sache zu der Steuerung ist die Taste Z. Damit kann ich die Trägheitsdämpfer aus- und auch wieder einschalten, wenn ich nochmals die Taste Z betätige. Wie dem auch sei, ich wollte euch mal kurz die Trägheitsdämpfer erklären. Wir fliegen hier, sind jetzt hier gerade in voller Fahrt und jetzt lasse ich einfach los. Und jetzt sind wir wieder auf Null. Das heißt, diese Trägheitsdämpfer bremsen mich auch wieder. Im Weltall ist es einfach so, wenn ich auf eine gewisse Geschwindigkeit beschleunige, dann diesen Impuls loslasse, dann fliege ich unendlich lange mit dieser Geschwindigkeit weiter, da ja kein Widerstand im Weltall ist, der mich abbremst. Das heißt, wenn ich die Trägheitsdämpfer ausschalte, ich lasse los, bleibe ich jetzt wirklich auf dieser Geschwindigkeit. Ich fliege permanent. Ich drücke Taste Z, Trägheitsdämpfer gehen an und ich bremse wieder runter. Hier diese Drehung bekommt man hin, indem man die Taste Q und E betätigt. Das war's dann zur Steuerung. Also könnt ihr euren Mannequin hier voll steuern. Wie kann man hier jetzt was bauen im Kreativmodus? Wir haben hier, wenn wir die Taste G drücken, ein großes Baumenü mit verschiedensten Materialien, Cockpits, hier schwere Panzerung, Block. Wir haben angeschrägte Blöcke, Stahlaufstieg, Türen, Säulen, alles Mögliche. Bevor man all diese Dinge bauen kann, muss man erstmal hier eine neue Station anlegen. Und da wir jetzt erstmal eine Plattform haben wollen, wo wir Dinge drauf bauen wollen, also einfach eine Basis, drücken wir auf neue Station. Und jetzt haben wir hier diesen Block in der Hand. Dieser Block ist quasi der Anfangs-Ursprungspunkt, von dem aus alles andere weitergebaut werden kann. Wenn ich jetzt die Taste 1 drücke, man kann leider nicht scrollen, mit der Scroll-Taste kann man raus und rein zoomen. Ich muss jetzt wirklich hier auf der Numpad oder hier Taste 1 und dann wähle ich diesen den Block aus, der auch auf dieser unten in unserer Leiste eingestellt ist. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier einen Block dran heften. Genauso hier und hier. So, jetzt habe ich 4 Blöcke. Mein Jetpack, den ich auf dem Rücken habe, ausschalten. Was passiert? Ich lande nicht, weil wir haben keine Schwerkraft. Also die Plattform alleine hilft uns nicht. Wir vergrößern also die Plattform. Damit wir jetzt nicht jeden Block einzeln bauen müssen, können wir einfach Blöcke ziehen. Das heißt, wir lassen die linke Maustaste gedrückt und ziehen hier einfach. So, eine schöne breite Fläche. Hier ziehen wir das auch nochmal. Wir könnten auch in die Höhe ziehen. Je nachdem, in welche Richtung wir schauen, ist das alles problemlos möglich. Ihr seht, manchmal hat man kleine Schwierigkeiten, das hier. Man kann auch die Taste Escape drücken, dann wird es wieder rückgängig gemacht. So, genau so wollte ich es haben. So, dass alle Seiten gleich lang sind. So. Okay, drücken wir mal die Taste G. Was haben wir denn hier alles? Wir brauchen erstmal Energie. Also alle Gerätschaften, ob das Thruster sind, ob das irgendwelche Antriebe sind, alles braucht Energie. Und diese Energie liefern uns Reaktoren. Man unterscheidet zwischen kleinen und großen Reaktoren. Nehmen wir mal einen kleinen Reaktor. Auf die Schnelltaste 6. Drücken wir auf die 6. Ist schon ausgewählt und setzen ihn irgendwo auf die Plattform hin. So. Das heißt, hier in dieser Ecke haben wir jetzt einen Reaktor. Wir können immer noch nicht landen. Was wir jetzt noch zusätzlich brauchen, ist ein Gravitationsfeldgenerator. Und der funktioniert eben nur, drücken wir die Taste 7, weil der Gravitationsfeldgenerator auf der Taste 7 gelegt ist. Und setzen den jetzt irgendwo hier auf dieser Plattform ab. Zack. So. Und jetzt sehen wir schon unten rechts im Eck Schwerkraft und die Richtung, in welche diese Schwerkraft zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt mein Jetpack ausmache, kann ich hier landen und hier rumlaufen. Ich habe jetzt hier tatsächlich eine Schwerkraft. Und die Energie verbindet sich hier rein über die Blöcke. Das ist jetzt nicht wie in Minecraft, dass ich in eine Redstone-Verbindung ziehen muss oder sonst ein Blödsinn. Der Boden verbindet alle Gerätschaften mit dem Reaktor. Okay. Und dadurch, dass die Tür halt auch über diese Bodenplatte mit dem Reaktor verbunden ist, ist sie in Betrieb. Ich kann hier auf Taste D auf- und zu machen und durchlaufen. Das ist interessant für Schiffe beispielsweise. Wenn man einen Eingangsbereich haben will, wo man rein und raus kann. Kann man schön von beiden Seiten auf- und zu machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.